Wir haben seit ein paar Tagen einen Christbaum im Büro. Ich bin ja sowohl privat als auch geschäftlich immer wieder so fasziniert von Künstlern. Oder Menschen, die einfach Sachen machen, die sich finanziell nicht lohnen. Eben, es können irgendwie ein Maler sein, es können Bildhauer sein, es können einfach Menschen sein, die Projekte machen, weil ich nur so eine kulturelle Idee hat und gar nicht so eine finanzielle Idee. Und darum habe ich heute so ein bisschen über Kunst nachgedacht und habe gemerkt, dass wir eigentlich auch ein bisschen Kunst bei uns im Büro haben. Zum Beispiel das Bild von Dave Bob, das seit ein paar Jahren hier im Büro hängt. Oder das Bild, das wir noch aufhängen müssen, aber auch schon seit einiger Zeit bei uns ist. Und oft lerne ich so Leute kennen und die sagen mir auch, dass und den Lebensunterhalt verdienen oder Geld damit zu verdienen wahnsinnig schwierig ist. Also gerade wenn man irgendwie Sachen macht, wie einen Blog schreibt oder einen Podcast macht oder fotografisch oder Bildhauer oder Maler, also Künstlermaler in dem Sinn. Das sind wahnsinnig schwierige Sachen und die Leute machen das so aus einer Passion raus, aber überleben eigentlich knapp. Und die Leute hören dann oft, ja, du müsstest halt einen normalen Beruf machen und dann würdest du dir auch ein bisschen besser gehen. Du musst halt das KV machen oder sonst irgendetwas, dass du einfach Geld verdienst. Und ich habe mir überlegt, wie elend wäre es, wenn einfach so sämtliche Kunst würde wegfallen. Wenn 30 Tage lang nichts von dem hättest, es läuft im Auto. Kein Radio, du kannst keine Musik hören, du kannst keine Hörbücher lesen, du kannst kein Heft anschauen, du kannst kein Buch lesen, du kannst nicht ins Kino, du kannst nicht ins Museum, du kannst auch keine Aufführung, du kannst nicht ins Theater. Das wäre hure Scheiße. Das wäre nicht geil. Und ich glaube, wir vergessen ein bisschen, dass wir von all dieser Kunst, wo all die Leute mit viel Herzblut machen und eigentlich kein Geld damit verdienen, tagtäglich profitieren. Und ich finde es mega wichtig, dass man so Leute unterstützt und immer wieder so Plattformen und Lösungen sucht, wie man halt so Leute auch kann finanziell entschädigen kann, dass sie eigentlich genau das können machen, was sie machen. Und wir probieren das teilweise da bei uns in der Firma. Wir haben in der Kundschaft viele Leute, die für sehr wenig Geld wahnsinnig schöne Projekte machen und wir probieren jetzt ein bisschen unseren Beitrag dazu zu geben, indem wir ihnen irgendeine Homepage machen oder irgendeinen Flyer machen oder sonst irgendetwas zurückgeben. Und dort geht es halt nicht ums Geld, sondern wirklich um irgendeine Idee. Also wenn ihr Künstler in eurem Umfeld habt oder das nächste Mal also etwas anlauft, schaut, wie ihr die Leute könnt unterstützen könnt. Nicht finanziell, sondern auch ideell. Und mit denen irgendetwas machen, mit denen ein Gespräch suchen und denen auch sagen, wie wichtig das, was sie machen, halt ist.